Hallo, liebe Videofreunde. Wir sind hier oben angekommen auf dem Abdullah-Pass. Ich weiß es schon wieder nicht. Ja, also es ist grandios hier oben. Eine irre, tolle Landschaft. Wirklich. Auch ganz anderes Bergmassiv mal. Wirklich toll. Sehr, sehr schön. Ja, es ist nur arschkalt, richtig kalt hier oben, ein eisiger Wind. Und wir warten jetzt auf Katja, die müsste jeden Augenblick hier eintreffen. Ja, und dann am Abend kommen noch die anderen dazu. Aber es ist wirklich sehr kalt. Da muss man sich heute Abend sehr warm anziehen. Aber das werden wir auch hinkriegen. Bis später. Also hier ist ein gutes Beispiel für Camper-Zusammenhalt. Unsere Aufbaubatterie wird jetzt von Jens Oski geladen. Sozusagen von Jens im Kastenwagen, der Oski heißt. Ja. Und? Gleichzeitig legt er seine Aufbaubatterie über sein eigenes Solarpanel. Und Kai hat jetzt seine portable Powerstation noch mit dran gehängt. Die wiederum wird geladen hier vom Solarpanel von Timo. Und das Kabel dazwischen ist das von Katja. So. Also wir werden bestens mit Strom hier versorgt. Ja. Gell? Ja, und jetzt hängen wir ab und fahren auf eine andere Stelle und bis dahin ist unsere Batterie auch aufgeladen. So. Hier ist jetzt großer Aufbruch angesagt, weil wir haben uns jetzt doch entschieden, nochmal woanders hinzufahren. Und zwar fahren wir wieder zum Lago di Lei. Ja, und da waren wir ja schon beim Lago di Lei, da ist es ja sehr schön. Und zwar waren wir dann im Sommer da. Da haben wir uns auch mit dem Kai dort getroffen. Und da fahren wir jetzt nochmal hin, weil hier oben war es doch sehr kalt gewesen heute Nacht. Ja, also jetzt ist Aufbruch und es geht weiter. Thank you.
Hallo, wir sind jetzt angekommen beim Lago di Lei. Da hat es uns heute wieder hin verschlagen. Ja, und obwohl wir heute leider zwei Kastenwagen schon vorzeitig verabschieden mussten, haben sich noch welche dazugesellt, nämlich der Thomas und die Susanna von letzte Woche. Also wir sind jetzt wieder 1, 2, 3, 4, 5 Kastenwagen. Ja, und die Tour hier hoch, wo sie uns hochgelotst haben, die hatte es gerade in sich gehabt. Das war ja wieder was für mich gewesen. Dafür haben wir jetzt ein schönes Plätzchen noch in der Sonne und genießen jetzt noch den zweiten Tag. Ja, wir konnten ja gestern den Timur kennenlernen mit seiner Frau. Und Timur hat die Firma Stil.de. Ich blende euch das mal ein. Und Timur hatte die geniale Idee, Zubehör für Kastenwagen anzufertigen. Das alles auf Magnetbasis und er stellt die unterschiedlichsten Produkte her. Zum Beispiel Filzorganizer auf Magnetbasis, kleine Ablageflächen für die Camper auf Magnetbasis, Gewürzregale, Platten für die Silvi-Gläser, für die Silvi-Magnetgläser, die man anbringen kann. Er stellt die unterschiedlichsten Sachen her und da schaut ihr doch einfach mal vorbei auf den seiner Seite. Ich verlinke die unten. Und dann könnt ihr euch da mal schlauer machen, was er alles macht. Die unterschiedlichsten Sachen. Ganz toll. Ja, hier steht noch Kais Essensteller. Das ist zum Beispiel so eine Ablagefläche, die auf Magnetbasis funktioniert. Und da kann man schön draußen was abstellen und kann dort sogar eine Kleinigkeit essen oder Gläser, Flaschen, alles Mögliche. Also es hält auch richtig gut. So, ich koche heute, also normalerweise sollte es heute geben Schweinelende mit Gemüse und Spätzle. Aber ich habe die falsche Schweinelende eingepackt, die tiefgefrorene. Es war letztendlich Hackfleisch. Also musste ich umswitchen und jetzt gibt es Hackfleischpfanne mit Gemüse und Spätzle. Naja, nicht das Gewünschte, aber wird wohl hoffentlich auch schmecken. Glück in der Zukunft, mein Lieber. Dankeschön. Alles Gute. Merci, euch auch. Bleibt gesund und munter. Ja, wir kommt werden gut schon. Weiter. Schauen wir, dass das alles klappt, wie ihr das vorstellt. Wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen, irgendwie. Und dann sehen wir uns ja. Oh, genau. Genau, wir sehen uns alle morgen wieder. Mach's gut, mein Lieber. Tschüssi. Komm gut alles nach Hause. Gute, auch für dich. Grüß mir Cottbus. Ja, das ist nicht so viel Gute. Das war's.
Achso, schöne Grüße übrigens von meiner Mama, gell? Ja, sag ich auch liebe Grüße. Sollte ich bestellen. Tschüss. Ciao, mein Lieber. Ja, alles Gute, gute Fahrt. Ja, fahrt gut. Ja, die Schweiz ist gefährlich. Mhm. Wenn wir erstmal in Deutschland sind, ist alles gut. Wo ist denn jetzt? Ach so. Oh, die Tränen. Mach's gut. Ja, hoffe ich klappt das jetzt noch wieder. Ja, alles bei mir alles schon. Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Viel Erfolg. Euch auch. Wir sehen uns im Norden. Ja. Mach's gut. Ja, schön, dich gesehen zu haben. Mhm. Mal woanders außer in Cottbus, gell? Ja, da komme ich jetzt auch. Tschüss, Susanna. Und wir sehen uns hoffentlich auch mal wieder nächstes Jahr. Ja. Tschüss, Thomas. Tschüss. Traumbrücken. Claudio. Gut. Ja. Corona-konform. Namen, Schall und Rauch. Geronimo! So. Nicht so. Was passiert? Später.